Victoria 3 live auf Twitch und für die YouTube-Zuschauer in einer Aufzeichnung ein Live-Let's Play am Vortag des Release bei WB Writing Bull, bei dem Erklärbär, dem Erklärbullen auf Twitch und auf YouTube. Ich erkläre gerne und manche sagen, ich könnte es auch. Und Victoria 3 ist ein mega komplexes Spiel. Ich habe Tage, Abende damit verbracht, mich in meine Vorschauversion in aller Ruhe einzuspielen, habe immer noch nicht alles gesehen. Aber hab allmählich, finde ich, doch ganz gut, steig ganz gut durch und werde es euch so erklären, dass ihr, wenn ihr das vielleicht selber mal spielt oder wenn ihr euch erwägt, ob ihr es euch holen wollt, gut da durchkommt. Wo wir spielen? Im Jahre 1836 beginnt das Ganze. Ein Spiel von Paradox Entertainment, ein neues Großstrategiespiel. Grand Strategy spielt, das die machen. Und erscheint halt am 25. Oktober, wird wahrscheinlich, wie üblich bei denen, im Lauf der Jahre so viele DLCs, Add-ons und so weiter bekommen, dass es auch sein kann, dass manche der Spielmechaniken, die wir jetzt kennenlernen, sich drastisch noch verändern werden in den nächsten Jahren. Da sage ich jetzt mal kurz den YouTube-Leuten, falls ihr euch das in ein paar Jahren erst anguckt und sagt, mein Victoria 3 sieht anders aus, der Mann ist aber doof da im Fernsehen, bitte das freundlicherweise beherzigen. Ich spiele mit euch eine Tutorial-Kampagne, aber bevor ihr jetzt aufschreit und sagt, bitte kein Gänseblümchen-Spiel mit WB, das Leben ist doch kein Ponyhof und Victoria 3 auch nicht. Moment. Selbst die Tutorial-Kampagnen haben es in sich. Im Prinzip sind das vollwertige ganze Partien. Es gibt nur zwei Unterschiede zu den normalen, den Sandbox-Partien, die man spielen kann. Das eine ist das, dass ein paar der Einstellungen im Spiel standardmäßig etwas leichter sind, als wenn man es dann später schon gut kennt und normal spielt. Die KI-Gegner gehen etwas milder mit einem um. Aber es heißt nicht, dass es hier Gruppenkuscheln ist auf der Landkarte, so ist es nicht. Und die andere Sache ist die, es gibt etwas mehr Infos, die man bekommt. Das Spiel ist gut dokumentiert. Schaut mal bitte hier links, es gibt zum Beispiel das hier, die Wikipedia. Wirklich, Wikipedia. Nein. Nicht das Wikipedia, wo man Google im Netz und so, Wikipedia anders geschrieben, alles erklärt in 1001 Tooltip. Jetzt muss ich allerdings ganz kurz, achso, kleine bitte im Chat, bitte kurz Feedback zur Musik, ob ich die leiser machen soll. Einen Wermutstropfen doch hier in den Wein reinkippen. Die deutsche Übersetzung ist da. Die deutsche Übersetzung ist weitgehend fehlerfrei. Was die üblichen Flüchtigkeitsrechtschreibe oder Komma Grammatikfehler gibt, die findet man so gut wie gar nicht. Aber es gibt teilweise eine etwas seltsame Sprache. Viele der Begriffe im Spiel, und das sind teilweise sehr, sehr abstrakte Begriffe, die sind so erklärt worden, die sind sehr unüblich übersetzt worden. Die sind in wenigen Einzelfällen übersetzt worden mit Begriffen, die es im Deutschen gar nicht gibt. Die sind manchmal falsch erklärt worden, wenn es um Staaten, Staatsregionen und sowas geht. Das ist so ein Kuddelmuddel. Und manche Sachen sind auch mit so Fachwörtern übersetzt, die man an der Uni kennt oder in gewissen akademischen Bereichen, in Fachwissenschaften, aber die gehören nicht zum allgemeinen Deutsch. Aber man kommt durch, ihr seid ja auch bei mir. Also, wir spielen die Tutorial-Kampagne mit Belgien. Es gibt diese Möglichkeiten, was man machen könnte. Das ist das Spiel Lernen. Das sind diese vier Kampagnen, die zur Auswahl stehen. Wenn das Spiel gut beherrscht, werdet ihr wahrscheinlich beim Sandbox-Modus beginnen. Ihr könnt jedes Land wählen auf der großen, weiten Welt. Große, kleine, mittlere, welche in Afrika, Asien, Europa, nur nicht auf dem Mond, der ist nicht mit eingepreist und könnt dann damit loslegen. Das sind alternative Möglichkeiten. Ihr könnt extra Ziele euch nehmen, wie wirtschaftliche Vorherrschaft, Hegemon, also militärisch vorneweg stehen, oder egalitäre Gesellschaft, also eine liberale Demokratie, Gleichheit, Frauenrechte und so weiter, das alles durchsetzen. Aber das sind im Prinzip so Ziele, die ihr auch mit jeder Fraktion, mit jedem Land erreichen könnt. Ich vermute mal, die meisten von euch werden Sandbox spielen. Auch da setzt man sich einfach seine eigenen Ziele. Nur, dass man die halt nicht so ein Ziel sich vorschlagen lässt, wie bei den anderen Kampagnen, sondern sein eigenes Ziel sich setzt. Welches möchtet ihr? Möchtet ihr eventuell euren Leuten riesen Wohlstand bereiten? Könnt ihr machen. Möchtet ihr sehr viel Land erobern oder dazugewinnen, ob durch militärischen Druck oder durchs Militär selber? Könnt ihr machen. Wollt ihr technologisch zur Weltspitze gehören und ausschließlich Super-Duper-Deluxe-Elite-Waren produzieren für die Reichen und alles, was man an Rohstoffen und an Agrarprodukten braucht, importieren? Könnt ihr machen. Wollt ihr euer Glück eurer Bevölkerung also das Glück eurer Industriellen und der reichen Pfeffersäcke, der obersten 10.000 oder der Großgrundbesitzer aufbauen,
auf dem Unglück der kleinen Leute, die er gerade so klein haltet, dass sie keine Revolte machen, aber dass die oberen Leute schön reich werden, die in Luxusgüter könnt ihr machen. Wollt ihr ein Agrarland haben, wo ihr dafür sorgt, dass die Grundnahrungsmittel da sind? Wo ihr Getreide, Vieh produziert für die ganze große weite Welt und das exportiert, wo ihr euch romantisch aufs Land zurückzieht und die Städte in den Großstaaten und Großstädten einfach müde belächelt für ihre Naturfremdheit? Könnt ihr machen. Alles möglich. Riesen-Sandbox, alle Möglichkeiten. Wir beginnen aber jetzt hier mit das Spiel lernen und mit einer von diesen vier Möglichkeiten, die es das Spiel gibt. Eine Sache vorneweg, falls ihr euch das Spiel noch nicht geholt habt und ihr wollt es euch vielleicht holen, das wäre meine Empfehlung. Bei Games Planet gibt es beide Versionen, den Standard Steam Key und die Grand Edition, die umfangreicher ist und kommende Inhalte auch teilweise noch beinhaltet. Mit einem Community-Gutscheincode, den ich habe, wie der heißt. Und der Link, über den er funktioniert, steht auf YouTube. Für die zeichne ich ja auf für euch. Hier drunter in der Textbeschreibung auf Twitch wird es immer und immer wieder von den treuen Chat-Moderatoren gepostet. Oder ihr schreibt in den Chat rein, Ausrufezeichen Game. Das geht auch. Wir könnten spielen mit Schweden, mit Belgien, mit Chile, mit der Kapkolonie. Für alle diese vier Möglichkeiten gilt, das sind also mittlere Mächte, mit denen wir das Spiel angenehm lernen können, ohne überfordert zu sein oder unterfordert zu sein. Und zugleich haben die Entwickler die geskripteten Ereignisse so ein bisschen angepasst auf diese vier Länder. Ich würde gerne Belgien mit euch spielen, unseren westlichen Nachbarn. In Belgien, 1836, ist der Krieg gegen die Niederlande erst wenige Jahre alt. Das ist unser Erzfeind auf der Karte, die ihr gleich sehen werdet. Wir sind umzingelt von Mächten, die uns überwiegend wohlgesonnen ist im Osten. Ach, zeige ich euch gleich. In Belgien ist die industrielle Revolution in vollem Gang. Das Joch der niederländischen Unterdrückung streifte man vor gerade einmal 6 Jahren ab. Das heutige Belgien, also Wallonien und Flandern, der französisch und der niederländisch sprechende Teil, gehörten lange Zeit zu den Niederlanden, haben einen Unabhängigkeitskrieg von denen gemacht, sich von denen abgesetzt mit Unterstützung der Spanier. Und das Land ist seinen ehemaligen Herren meilenweit voraus, denn hier baute man die erste Eisenbahn überhaupt in Kontinentaleuropa. Welche Zukunft mag uns erwarten? Eines weiß ich, es wird eine Zukunft sein voller Pommes frites. Das auf jeden Fall. Willkommen bei den Klischees und bei WB. Damit beginnen wir hier und wünsche euch viel Spaß. Wir lassen alle die Standardeinstellung. Ihr seht bei Spiele und Parametern, es ist ein bisschen milder hier als normalerweise. Man kann das auch ändern, aber für Tutorial ist es okay, fürs Kennenlernen. Ja? Das heißt, so machen wir das und viel Vergnügen. Auf geht's. Unsere erste Partie mit Victoria 3. Wünsche euch allen viel Spaß. Viele, viele, viele werden eventuell noch kommen. Das Spiel startet im Pausenmodus. Zwischendurch ein Dankeschön an die Leute, die mich hier so großzügig unterstützen. Matzo Manix, bei Matze, fürs 32. Danke für deinen treuen Dienst. Der Chaoswuschel macht den. Danke dir, Sonntagskind. Danke dir, euch allen. Shigon, Chaoswuschel, liebe Grüße an Verena. Danke euch allen. Morphles Müller, liebe Grüße. Also, jetzt wird das erklärt, was ich gerade auch schon mal erklärt habe, der Sandbox-Charakter des Spiels. Das ist eine dieser Tutorial-Hinweise, die aufploppen, aber die uns nicht die ganze Zeit über begleiten. Ihr müsst keine Sorge davor haben, dass die ganze Zeit immer so Texte nur aufploppen und man nicht zum Spielen kommt. Es kann teilweise Jahre vergehen, bis wieder ein Tutorial-Text kommt. Es werden einem Quests gestellt und wenn man die erfüllt hat, geht's weiter. Anfangs im engen Takt, aber das wird dann später sich weit verteilen über das ganze Spiel. Partiedauer einer Partie bis ins Jahre 1936, also 100 Jahre von 1836, wenige Jahre nach dem Wiener Kongress, bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein, bis in die Zeit, wo man den Zweiten Weltkrieg schon erahnte und den Ersten schon erlebt hatte. Kerngameplay. Es geht, also ich fasse es mal zusammen, es geht um die Wirtschaft. Basis ist Wirtschaft. Politik, Wirtschaft, Diplomatie, Krieg sind Mittel zum Zweck. Wir müssen die mit Bedacht zum Einsatz bringen, steht hier. Getroffene Entscheidungen wirken sich wechselseitig auf alles auf. Und hier steht im untersten Text, und das ist absolut richtig, Victoria 3 sei eine dynamische Simulation mit vielen ineinandergreifenden Teilen. Ihr werdet staunen. Wenn man eine Stellschraube ändert, wenn man daran dreht, wie dann in vielen anderen Stellen vom Spiel da und dort sich noch verrückte Dinge passieren können. Eine Handelsroute gekippt. Ja, mit einer Fraktion sich plötzlich besser oder schlechter gestellt, ein Gebäude hingesetzt, einmal ein Steuersatz erhöht oder runter und es können
Kettenkaskaden von Entscheidungen passieren, die im günstigsten Fall für euch günstig sind. Im ungünstigsten Fall müsst ihr dann versuchen nachzuvollziehen, Mann, was habe ich denn gerade mal wieder mir eingebrockt, ja? Macht mega viel Spaß. Eins weiter. Kamera, das ist klar, WASD, also Überraschung, ist auch bei jedem Shooter so. Wenn man auf Tab drückt, Achtung, können wir die ganze Welt überblicken, wenn wir das ein Weilchen gedrückt halten und wieder zurück. Und so kann man die ganze Welt auf einmal sehen. Und er sieht wirklich jedes einzelne Land im Jahr 1836 ist vertreten, im Herzen von Afrika. Viele kleine Reiche noch, die meisten von für uns Europäer mittlerweile unbekannt und im Dunkel der Geschichte versunken. Das Kolonialzeitalter prägt auch, das 19. Jahrhundert ist auch das Kolonialzeitalter. Mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt, die Belgier waren eine der schlimmsten, der allerschlimmsten europäischen Kolonialnationen überhaupt. Die meisten reden ja nur über Frankreich und England und wie die halt große Ländereien in der ganzen Welt erobert haben, insbesondere Afrika, sich aufeinander aufgeteilt haben. Aber eine der scheußlichsten Menschenrechtsverletzungen und der scheußlichsten Völkermorde, die es gab, die waren wirklich in belgischen Kolonialzeit, weil ein belgischer König eine Weile lang Teile des Kongo, also von Zentral-Westafrika, als eine private Kolonie hatte. Als eine private, nicht als staatliche, von Belgien, sondern der König Leopold, der König von Belgien, hatte den Kongo als seine private Kolonie und hat die ausgebeutet. Nach Belieben. Viele Leute starben wie die Fliegen, die wurden furchtbar unterdrückt, ganz großes Elend, bis irgendwann der öffentliche Druck so groß wurde, dass sein eigenes Land, Belgien, dem König den Privatbesitz weggenommen hat und es verstaatlicht hat zur eigenen Kolonie, damit es den Menschen wenigstens ein klitzekleines bisschen besser ging. Das kann man also, Albtraum der Geschichte einfach hier. Wir gehen noch ein bisschen weiter voran und das ist das. Hier wird jetzt erklärt, wie Texte funktionieren und Textverlinkungen. Das ist nett gelöst, aber nicht perfekt. Also immer dann, wenn man auf einen Tooltip drauf geht, zum Beispiel auf das Wort Namen. Da steht dann, das ist ein Tooltip. Habt ihr gesehen, ich mach's nochmal weg, wie da oben so ein kleiner blauer Kreis sich füllt, oben rechts in der Ecke. Und wenn der voll ist, dann kann man raufgehen. Da kann man auf einen anderen Link draufgehen. Dann gibt es wieder einen weiteren Tooltip. Wenn man das zu früh machte dagegen, also bevor es sich füllt, dann ist es weg. Und das ist nett gemacht, ist nett gemeint, aber ist teilweise nervtötend. Weil es gibt manche Tooltips davon, da sind 10, 12, 20 Links drin. Und dann muss man immer versuchen, um Links herum zu bewegen zu dem Link, wo man eigentlich hin wollte. Und wenn man zu früh macht, also ihr kriegt es gleich mit. Ne? Also das haben wir gerade schon gemacht, gehen nochmal eins weiter. Und ja, jetzt kommen drei Schlüsselbegriffe. Ich hatte eingangs erst gesagt, dass die deutsche Übersetzung vorhanden ist und grammatisch auch richtig ist, aber teilweise etwas unglücklich. Das ist leider ein sehr gutes Beispiel. Das Wort Kapazitäten. Ja, Kapazität ist Vermögen, Power, eine Macht, ein Talent, das alles auch. Aber im Deutschen gibt es halt auch die Bedeutung von Kapazität, die eher die allgemeine Bedeutung ist. Das ist halt, wie viel fasst etwas? Wie viel Kapazität hat ein Tank oder sowas? Wie viel Kapazität hat mein Gehirn, wenn WB mir etwas erklärt? Ne? Und man muss erstmal, und die haben die Entwickler halt den englischen Begriff Kapazität, das englische Wort wörtlich so übersetzt. Und das macht einen, also ich habe die ersten Stunden, den ersten Tag, als Victoria 3 gespielt habe, teilweise geflucht über die Übersetzung, weil Victoria 3 lebt von sehr vielen abstrakten Begriffen. Und diese abstrakten Begriffe, die dann werden dann halt teilweise dann etwas holprig übersetzt. Und das ist dann ein zusätzliches Erschwernis, reinzukommen ins Spiel. Aber wir schaffen das. Erstens, gute Botschaft. Ich habe mich dann gewöhnt und ich habe es mittlerweile sogar vergessen. Und dann könnt ihr das auch. Und zum Zweiten, ihr habt ja mich, ich erkläre euch alles. Das heißt, Bürokratie, Autorität und Einfluss. Das sind drei allgemeine Kategorien. Das sind virtuelle Güter. Die seht ihr auch links oben. Bürokratie, Autorität und Einfluss. Einfluss ist eine Ressource, die man braucht, um diplomatische Aktionen durchzuführen. Also um andere Länder unter Druck zu setzen oder um andere Länder zu beeinflussen, Verträge abzuschließen, was weiß ich alles. Dann haben wir hier noch Autorität, das ist das Teil daneben hier. Und Autorität brauchen wir, um innenpolitisch zu handeln. Also Einfluss ist die außenpolitische Ressource, die uns ermächtigt, außenpolitisch aktiv zu werden.
Und das ist die innenpolitische Ressource, das ist Autorität. Und das da links ist Bürokratie, das ist auch innenpolitisch, aber Bürokratie ist auch ein Beispiel für eine Übersetzung, wo ich denke, ja, ein bisschen Luft nach oben. Also Bürokratie ist, wird ja heutzutage eher als ein Schimpfwort benutzt. Da ist aber zu viel Bürokratie. Oder manche Parteien verkünden als Wahlkampfziel, Bürokratie weg, das muss alles einfacher werden. Gemeint ist hier der Verwaltungsapparat, der Beamtenapparat, das Vermögen, die Möglichkeit, Verwaltung auszuüben. Wie stark der Beamtenapparat ist, ist es rein positiv gemeint. Ne? Also Bürokratie ist was Gutes hier. Und bei allen, und Bürokratie ist die Ressource, die wir brauchen, um innenpolitisch alles verwalten zu können, um zum Beispiel Regierungsgebäude, also um innenpolitisch halt Sachen machen zu können. Ne? Bestimmte Gebäude, also Handelsrouten auch verwaltet man damit beispielsweise. Je mehr Leute man hat in seinem Reich, desto mehr Bürokratie muss man aufbringen, damit das funktioniert. Handelsrouten, die man mit nicht mit anderen Reichen macht, mit denen man Handelsverträge hat, sondern mit fremden Reichen, die man kaum kennt, die brauchen auch Bürokratie und so weiter. Also Bürokratie, Einfluss und Autorität. Und diese drei Ressourcen funktionieren anders als alle anderen im Spiel. Weil es ist egal, wie viel man davon hat, weitestgehend. Das muss nur positiv sein, ein positiver Betrag. Solange das ein positiver Betrag ist, ob plus 1 oder plus 500, läuft der Laden. Dann ist soweit alles okay. Wenn man einen riesigen Überschuss hat, hat man einen kleinen Vorteil noch extra. Hier wird erklärt, Gesetze, die man erlasst, sind deutlich höher, weil man so viel auf Vorrat hat. Hier ist der Bonus bei Einfluss, dass wenn man verrufen wird, also wenn man fremde Mächte verraten hat und einen schlechten Ruf bekommt. Das baut sich allmählich wieder über Zeit ab. Man bekommt einen besseren Ruf wieder. Dabei hilft, wenn man viel Einfluss auf dem Konto hat. Aber das ist auch relativ, das ist kein so mächtiger Effekt. Und hier vorne ist der Effekt, dass man etwas schneller bauen kann. Und diese positiven Effekte, die skalieren damit, wie viel man als Überschuss hat. Aber im Prinzip, das Wichtigste ist Hauptsache positiv. Der Rest ist eigentlich Schnuppe. Und diese Ressourcen sind wirklich wichtig. Und wie man die beeinflussen kann, schauen wir später an. Jetzt geht es erstmal weiter, einen Schritt weiter. Danke an Pult Porky fürs 10. Abo. Danke an Mike fürs allererste. Harrington, Fellanoa, The Square Fox, Sonntagskind, nochmal Matze, euch allen vielen Dank für die vielen Abos hier. Die Landeskasse, Geld. So, und jetzt muss ich euch schon mal auf eine Sache vorbereiten. Wer bei mir schon mal dabei war, bei einem Citybuilder, beim Aufbauspiel, beim Vorex-Spiel, weiß, wenn mir B eines kann, dann an Schulden. WB kann Schulden machen. Und ich habe auch keine Skrupel dazu. Und jetzt behaupte ich sogar mal, das ist bei diesem Spiel ja sogar gut, Schulden zu machen. Wie in der Politik. Das ist genauso wie wenn ihr, was weiß ich, die Bundesrepublik Deutschland oder Österreich, die Schweiz oder irgendein anderes Land heutzutage regieren würde. Ja, macht bitte Schulden. Ich weiß, viele von euch zucken jetzt zusammen oder im schlimmsten Fall nässen sich sogar ein, aber ich meine das ganz ernsthaft, wirklich. Denn wir sind kein privates Unternehmen. Wir sind Belgien. Wir sind der Staat Belgien. Das Ziel ist nicht, dass der belgische Staat am Ende der Partie gigantische Mengen auf der hohen Kante hat. Wir spielen kein Privatunternehmen. Also ich setze mir mal als Ziel, wir wollen Belgien voranbringen. Unsere Leute sollen glücklich bekommen werden, Wohlstand haben, gesund sein. Viele Menschen leben bei uns. Sie sollen eine gute Zeit haben. Sie sollen frei leben. Gesundheitsvorsorge soll funktionieren. Die anderen Reiche sollen auf uns gucken und sagen, hey, ihr Belgier, ihr habt es echt drauf. Das ist unser Ziel. Das Ziel ist nicht, dass die staunend vor uns stehen, Kopf in den Nacken werfen und sagen, boah, ihr habt ja viel Geld, das ihr nicht ausgegeben habt. Schade, euren Bürgern ging es uns besser. Also das ist nicht unsere Strategie hier, okay? Wir geben das Geld aus. Wenn wir unter Null sind beim Geld, dann machen wir Schulden, so wie die normalen Leute auch. Allerdings, bei wem machen wir Schulden? Bei unseren eigenen Leuten. Ernsthaft. Bei unseren eigenen Bürgern. Und denen zahlen wir Zinsen dafür. Und den Bürgern geht es deshalb auch sogar besser. Wenn ich Schulden mache mit dem belgischen Staat, wenn ihr Schulden macht, geht es unseren, zahlen wir die Zinsen an unsere eigenen Leute. Und ohne Scheiß. Steigern damit deren Lebensstandard, machen die glücklicher. Und die wiederum bedanken sich dann bei uns. Das ist ein Beispiel für diese Ketten hier, die es im Spiel gibt. Also wir investieren das Geld, wenn wir zu sehr in die Miesen kommen, dann werden die Zinssätze so hoch vielleicht, dass wir handlungsunfähig werden, aber davon sind wir noch weit entfernt. Runwulf, danke dir. So, also das ist Einführung in die Landeskasse, Hauptquellen fürs Geld, Steuern. Da gibt es verschiedene Arten von Steuern, Zölle.
Man kann Handelsrouten, man besteuert Handelsrouten, je nachdem, welche Politik man hat, vielleicht mehr Exporte, mehr Importe oder beides. Da kann man auch regulieren, welche Waren bei uns ins Land reinkommen. Man kann auch Geld ansparen, aber die Entwickler sagen selber, WB und ihr bitte, langfristig lohnt es sich meist, Schulden zu machen. Da steht's. Da steht's. Ich liebe die Entwickler. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und eine Zeit lang einen negativen Wochensaldo zu haben, das sowieso nachher geht. Negativer Saldo ist sowieso völlig egal. Das hat überhaupt gar keine Wirkung. Aber selbst wenn wir in die Miesen kommen, das ist alles okay. Ja? Und wenn wir Schulden machen, dann müssen wir nicht irgendwo draufklicken und sagen, Schulden, das geht automatisch. Die werden auch automatisch zurückgezahlt, sobald wir wieder bei Geld sind. Infotafeln gibt es hier links, eine ganze Reihe. Das Spiel steuert man. Ist also, das meine ich nicht böse, weitestgehend eine animierte Excel-Tabellen-Verwaltungskalkulation. Natürlich sieht das schön aus, wenn man auf Belgien runterzoomt. Schaut mal hier, das sieht hübsch aus. Und das verändert sich auch im Laufe der Partie, wie Belgien aussieht. Wenn wir mehr Stadtgebäude haben, dann wächst Brüssel. Wenn wir noch mehr Stadtgebäude haben, dann ploppen neue Städte auf hier. Merkt euch mal, wie es im Augenblick aussieht. Ich mache das gleich mal weg, welche Städte wir haben. Ihr werdet gleich erleben, es ploppen mehr auf. Wir haben die erste Eisenbahn gehabt in Europa. Die doofen Preußen bei uns um die Ecke, die haben noch keine Eisenbahn. Die fahren nur so kleine Wägelchen hin und her auf irgendwelchen Landstraßen. Edge, wir können es besser. Und so sieht man viele Kleinigkeiten im Spiel. Wenn ein Gebäude fertig wird, kann es sein, dass was aufploppt, aber entscheidend ist das nicht. Wir werden später auch Armeen haben, wir werden später vielleicht auch Kriege durchführen. Und Achtung, ihr werdet keine Armeen sehen auf der Karte. Wir werden Kriege führen, wir werden sie verlieren oder gewinnen. Ihr werdet keine Armeen sehen. Selbst das ist abstrakt gelöst. Wie, zeige ich euch viel später heute nicht. Erstmal merken, wenn wir die wirtschaftlichen Seiten kennen. Das sind die verschiedenen Gebiete hier. Politik, Etat, Gebäude, Markt, Militär und so weiter und so fort. Über Politik beschließt man Gesetze, über Etat verwaltet man seine Etat, Einnahmen, Ausgaben. Gebäude, man schaut, welche man hat, man kann guckt, welche man ausbaut und warum. Markt, da gibt es alle Waren aufgelistet, man kann sich überlegen, anschauen, Angebot und Nachfrage, will ich die importieren, will ich die exportieren, will ich die herstellen. Militär spricht für sich. Diplomatie, Außenpolitik, Kontakte zu anderen Reichen pflegen, Technik, Forschung betreiben, Kulturen, Überblick über die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Bevölkerung ebenfalls, Journal, das ist die Liste unserer Aufgaben, die wir gleich haben, da landen wir mehrfach, Pinnwand nutze ich bislang noch nicht und Kartenliste ebenfalls nicht. Also wir schauen uns, das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Linsen, das ist das, was unter mir ist oder direkt hinter mir, man kann noch näher ranzoomen, meint Bello Bismarck, ja kann man. Schau mal, so dicht zoome ich extra für dich an Brüssel ran. Hier gibt es die leckeren Brüsseler Waffeln. Bitte bedient euch, Stadtmoderatoren. Auf Twitch haben Brüsseler Waffeln für euch. Wenn ihr eine haben wollt, meldet euch, winkt ihnen freundlich zu. Es gibt einen Wink-Emote für WB. Widdige Mr. und Marcel haben Waffeln für euch. Bitte einfach nur melden, ja? Sind auch ganz billig hier. Kosten nur wenige Tausend. Nein, also die sind kostenlos. Zum Start sind die gratis hier, ja? Das habe ich gerade schon alles erklärt, wofür das steht. Achso, das sind die Linsen hier unten. 5 verschiedene Möglichkeiten, wie man Layer, Oberflächen legen kann über die Karten drüber. Wir machen mal ein Beispiel, und zwar das, was ich am meisten benutzen werde. Das ist die Handelslinse. Die ist hier vorne. Und dann kann man hier gucken zum Beispiel. Man kann jedes auf- und wieder anmachen. Hier schaut man sich an, mit wem man Handelsrouten hat. Mit den Engländern haben wir zum Beispiel schon 6 Handelsrouten. Man kann auch neue Handelsrouten starten. Alle dieser Layer sind unterteilt in verschiedene Tabs, in Reiter. Und in jedem Reiter seht ihr die Aktionen, die im Augenblick verfügbar sind. Ja? Also, und ist da was ausgegraut, ist keine Aktion verfügbar. Wir könnten 8 verschiedene Möbelhandelsrouten starten. Könnten Möbel importieren, das ist nicht ausgegraut, die Stahl 8 steht da. Direkt darunter ausgegraut, Färbemittel, geht nichts. Könnten wir nicht exportieren, weil wir niemanden haben, an den wir exportieren könnten. Dann gibt es noch Importhandelsrouten und so weiter. Und das Ähnliches gibt es auch beim Militär. Da stehen auch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Diplomatielinse, man sieht auf einen Blick, mit dem wir gut können und wen nicht. Die Länder hassen uns, unser Erzfeind, wir hassen die. Entschuldigung, ist so, ist einfach so. Also damals, heutzutage, machen wir Belgier das Ganze anders. Wir lieben die Niederländer heutzutage. Mit den Preußen verstehen uns gut, mit den Franzosen geht's, mit den Engländern sehr gut. Da werden wir gleich als einer der ersten Aktionen dran arbeiten. Das ist die Politiklinse. Das sind die einzigen beiden Staaten, also das heißt hier Staaten, diese Gebiete. Ja, ich klicke mal eins an.
Start in Belgien. Das ist ein Beispiel für die etwas irritierende deutsche Übersetzung. Der Staat ist eigentlich Belgien. Aber Belgien heißt hier stattdessen Land. Also was ein Staat ist, wird hier vom Spiel Land genannt. Land ist eigentlich gar nichts. Land ist so allgemeindeutsch. Das ist kein politischer oder politikwissenschaftlicher Begriff. Land ist alles Mögliche. Ne? Land ist auch, weiß ich was, also Land ist nichts. Und das Land besteht angeblich aus verschiedenen Staaten. Gemeint ist hier Regionen oder Bundesländer oder irgendwas in der Art. Aber es heißt tatsächlich Staaten hier im Spiel. Und das ist anfangs immens verwirrend. Und da kann man das noch weiter runterbrechen, gucken wir uns dann später an. Und dann haben wir hier, also wir haben Wallonien, das ist der französisch sprechende Landesteil im Süden. Und dann der hier oben im Norden, Flandern, der niederländische, das ist der, der in dieser Zeit weiterentwickelt ist und auf den wir uns ein bisschen mehr auch konzentrieren werden, wenn wir hier unten in Wallonien vor allem Minen machen werden und Kohle aus der Erde rausholen und Eisen und vieles andere mehr. So, dann schließen wir die wieder, gehen eins weiter. Das da ganz links ist die Produktionslinse. Da kann man sich so in etwa anschauen, zum Beispiel wie viel Infrastruktur man hat, wie viele Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die Leute, die sich weiter qualifizieren für obere Berufe, heißen alle Bauern. Das sind quasi die Leute der unteren Schicht. Und wenn man nachher Produktionsgebäude bauen, in denen dann Spezialisten arbeiten, also Intellektuelle oder Kaufleute oder Bürokraten oder was auch immer, dann qualifizieren sich die unteren Bevölkerungsschichten für diese oberen Berufe. Also Bauern ist quasi der Begriff für den Pool von ungelernten Arbeitskräften bei uns. Die heißen Bauern bei uns. Die arbeiten auch, aber die machen ausschließlich sogenannte Subsistenzwirtschaft. Das ist wiederum ein Fachbegriff, den allerdings ein bisschen breiter bekannt ist schon. Also die haben zum Beispiel Höfe, auf denen die für sich selber Sachen anpflanzen, ihre eigenen Kühe, ihre eigenen Gärten. Dann tragen die auch ein bisschen bei zur Wirtschaftsleistung, ein bisschen verkaufen die auch was. Oder die helfen irgendwo tragen Sachen auf dem Markt hin und her oder irgendwas in der Art. Die sind auch produktiv, verdienen etwas Geld, aber sind eher so am Rand stehend. Ne? Das ist der Pool der Leute, die wir dann nachher durch den Bau von Gebäuden in gut besser bezahlte Arbeitsplätze reinbringen werden und so weiter. Infrastruktur seht ihr auch, da gibt es zwei Werte, 69 und 13. Das sind Werte, die manche der Gebäude brauchen Infrastruktur. Also, was weiß ich, ein Eisenbahnanschluss, eine gute Straße, Transportmittel. Das alles wird hier untergeordnet unter Infrastruktur. Wie wir die steigern können, gucken wir uns nachher in aller Ruhe an. Das ist die Politiklinse, hier da einmal gesehen. Und nochmal eins weiter. Pausieren. Ja, wir können jederzeit pausieren. Ich habe im Augenblick, oben seht ihr, Spieltempo geht in fünf Tempoarten, von 1 auf 5. Bei meiner privaten Partie habe ich zuletzt auf 3 gespielt, habe zwischendurch immer pausiert. Pausieren kann man mit der Leertaste. Zum Start beginnen wir mal auf 1, damit ihr euch nicht erschreckt, dass die Zeit so schnell vorüberfliegt. Und jetzt beenden wir mal die Spielpause mit der Leertaste oder durch Klick oben aufs Pausensymbol. Jetzt läuft die Zeit wie so eine Dampfmaschine. Und jetzt werfen wir sie da an. Jetzt haben wir das ja schon mal geschafft. Und das war unsere erste Herausforderung hier. Die erste Herausforderung bestand darin, in der Welt die Zeit anzuhalten und sie wieder zu beschleunigen. Und das hier, Victoria 3, ist tatsächlich das Spiel, das von der Beschleunigung der Welt erzählt im 19. Jahrhundert. Von der Beschleunigung der Verkehrsmittel, von der Beschleunigung der Entwicklung der Menschen, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der Technologien. Alles nimmt ein atemberaubendes Tempo hier an bei diesem Spiel. Und ich freue mich tierisch darauf, auf diese Partie und darauf, es euch zu zeigen. Kurz nochmal der Hinweis, falls ihr ein bisschen angefixt seid, es eventuell selber spielen wollt, wir haben Community-Gutscheincode bei GamesPlanet. Auf Twitch wird er gerade gepostet, auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung, Gutscheincode-Link gibt es darüber, ist zeitlich befristet, gilt nur bis irgendwann. Einfach mal gucken gehen und mal Interesse vielleicht dann selber zocken und gerne wieder hier vorbeikommen.